einer halben Stunde hier rumstehen. Das möchte ich hier irgendwie auch nicht. Die Begeisterung lässt sich noch ein bisschen steigern. 20 Cent günstiger als bei Ionity, aber sicherlich auch kein Preis, den wir unbedingt sehen wollen. Aber es funktioniert nicht und ich bin jetzt gerade irgendwie ein bisschen genervt. Weiß ich nicht, so der Wohlfühlfaktor hier ist irgendwie gefühlt anders. Hallo, herzlich willkommen. Ich hatte es ja schon in dem kleinen Teaser-Video angekündigt. Ich beginne heute mit dieser kleinen dreiteiligen Serie zum Thema Laden an Tankstellen. Das mag sich für den einen oder anderen Elektroautofahrer erstmal ziemlich strange anhören. Haben wir uns doch mehr oder weniger alle Elektroautos gekauft, um eben nicht mehr zu Tankstellen zu müssen. Aber es mag vielleicht doch den einen oder anderen Fall geben und den einen oder anderen Vorteil geben, an Tankstellen zu laden. Und mehr Tankstellen bauen Ladestationen und Ladeinfrastruktur auf. Ja, an dieser Tankstelle in Genshagen hier bei Shell, da gibt es zwei HPC-Charger, die beiden Stellplätze sind entsprechend markiert. Es gab jetzt hier beim Herfahren keine extra Hinweisschilder, wo man denn hier eigentlich hin muss. Aber es war auf diesem Gebiet trotzdem gut zu finden. Wir haben hier erfreulicherweise einmal CCS und einmal CHAdeMO zur Verfügung. Es gibt hier die üblichen QR-Codes und die Hinweise auf die Apps für das Laden der App. Um die Ladung zu starten. Man kann hier allerdings auch ad hoc laden. Es gibt die Möglichkeit, das seht ihr hier, mit einer Ladekarte zu bezahlen. Das ist das, was ich jetzt gleich machen werde, mit der Shellcard oder auch mit dem QR-Code zu laden. Okay, rufen wir erstmal den AC-Anschluss, darunter ist der DC-Anschluss und dann gehen wir jetzt mal hier an das Display. Es ist heute extrem sonnig, also sehr schlecht zu sehen. Ich werde jetzt mal gucken. Ich berühre einfach mal das Display. Okay, prima. Wunderbar, das kennen wir. Und ich wähle den Anschluss aus und dann steht erstmal Stecker einstecken. Jetzt kommt hier gerade schon der erste Ferienflieger oben drüber. Deswegen ist es gerade ein bisschen unruhig. Rein mit dem Ladestecker. Soweit erstmal nichts Außergewöhnliches. Kabel sind jetzt nicht wahnsinnig lang. Also man muss dann schon eventuell ein bisschen näher ranfahren, je nachdem, wo die Ladebuchse ist. Und Verbindung okay steht hier. Jetzt steht hier Start und ich soll meine RFID-Karte davor halten. Das tue ich jetzt einfach mal. Dann steht hier jetzt Überprüfung und ich höre es jetzt schon links von mir im Gleichrichterkasten. Da rappelt es schon. Verbindung zum Laden, baue Kommunikationsverbindung zum Auto auf. Hier ist die LED neben dem Ladeanschluss im Moment noch orange, aber jetzt blinkt sie grün und das heißt, die Ladung startet und läuft. Das Geräuschniveau hier ist angenehm gering. Also das ist ja auch mal so ein Punkt. Das heißt, man wird hier nicht durch lautes Lüftergeräusch irgendwie wirklich genervt. Das ist sehr angenehm. Und im Display könnt ihr jetzt sehen, das ist auch vielleicht interessant für alle, die sich noch nicht so damit auskennen. Ich sehe den Akkustand 49%. Ich sehe die bisher gelieferte Energiemenge. Das ist 0,13 Kilowattstunden. Und die verstrichene Zeit 31 Sekunden bisher. Ich habe jede Möglichkeit, hier die Ladung auch zu stoppen. Ich tippe mal auf das Fragezeichen. Okay, da ist jetzt nochmal erklärt, warum es am Anfang schnell geht und später langsamer. Das kennt ihr, wer sich schon ein bisschen auskennt. Ihr kennt diese Informationen, die kennen wir von den alten Versionen dieser Ladegeräte. Also die Ladung hat gestartet und ich kann mein Fahrzeug jetzt hier laden. Ich zahle jetzt hier den Preis meines Mobility Service Providers. Ansonsten zahlt man über die Shell-App, also die ja NuMotion aufgekauft haben, Shell Recharge, zahlt man dann 59 Cent pro Kilowattstunde. Das ist natürlich schon mal 20 Cent günstiger als bei Ionity, aber sicherlich auch kein Preis, den wir unbedingt sehen wollen. Auf der anderen Seite, es funktioniert und wer hier an so einer Ladestation, an so einer Tankstelle vorbeikommt, um hier eben auf der Durchfahrt, auf der Durchreise laden zu müssen, der kann das zu einem noch einigermaßen verträglichen Preis, würde ich mal machen. Ansonsten ist es hier bei dieser Tankstelle so, ihr habt hier alles, was ihr von Tankstellen kennt. Ich habe da drüben die Möglichkeit, meinen Reifendruck einzustellen, das Fahrzeug auszusaugen. Ich habe die Möglichkeit, meine Fußmatten auszuklopfen. Es gibt eine Waschanlage, es gibt einen Amazon-Container. Was war noch da? Es gibt Mülleimer und es gibt hier einen riesen Shop, wo ich einkaufen gehen kann. Ich kann hier auf Toilette gehen, das ist alles überhaupt gar kein Problem. Das also ist
alles hier vorhanden und im Prinzip fühle ich mich eigentlich als Ladekunde jetzt hier erstmal soweit ganz wohl. Es gibt hier direkt an der Ladestation eben keinen Mülleimer, es gibt keinen Mattenklopfer, es gibt kein Gerät zum Aussaugen, es gibt kein Reifendruckgerät. Das heißt, die Zeit, die ich jetzt hier stehe und die ich ja eigentlich für solche Kleinigkeiten, sage ich mal, ganz gerne nutzen würde, weil ich stehe ja vielleicht doch mal meine 10, 20, 50 Minuten hier, die gibt es hier leider nicht. Von daher ist das ein bisschen schade. Man muss also das entweder vorher oder hinterher machen, den Müll bzw. die Fußmatten jetzt hier ausräumen. Und ich drehe mich mal um, dann könnt ihr sehen, hier hinten müsste ich jetzt hingehen, hinter die Dieseltankstation für die LKW, um dort meinen Müll loszuwerden. Weiß ich nicht, ob ich jetzt unbedingt mit meinen Fußmatten durch die Gegend laufen möchte. Müsste ich dann oder würde ich dann wahrscheinlich vorher oder hinterher machen. Kann ich hier aber wenigstens machen. Da drüben gibt es auch noch eine Möglichkeit, sich ein bisschen in den Schatten zu setzen und ein bisschen was zu essen, zu trinken oder einfach mal ein bisschen zu relaxen. Was ich ganz positiv finde, ich habe dann gefragt, ob ich mal einen Schlüssel haben kann. Ich lade mein E-Auto auf, ich würde gerne mal auf die Toilette gehen, überhaupt kein Problem. Die Toilette war sauber, es hängen auch mehrere Schilder dort, dass sie auf die Sauberkeit achten, dass mehrfach gereinigt wird. Was mir allerdings aufgefallen war, ich habe auch mal einen Blick in die Damentoilette geworfen. Keine Sorge, ich bin kein Spanner, aber da war auch die Aufschrift Wickelkommode. Das wollte ich mir mal angucken, vielleicht sind ja einige von euch auch mit Kleinkindern unterwegs, die halt regelmäßig gewickelt werden müssen. Da gab es so eine runterklappbare Wickelkommode, ähnlich wie bei Ikea, aber die Toilette dort, die war verschmutzt. Also das habe ich dann auch gesagt, müssten sie vielleicht mal sauber machen. Die wollte sich auch gleich auf den Weg machen, die Toilette zu reinigen. Also ist jetzt nicht vielleicht unbedingt Elektroautofahrers Heaven hier, aber man hat irgendwie alles, was man braucht, um hier, keine Ahnung, 20 Minuten oder wie auch immer zu verbringen, um sein Auto hier aufzuladen, kann ein paar Kleinigkeiten erledigen. Wie gesagt, es ist schade, dass man so ein paar Sachen hier nicht direkt beim Laden, während des Ladens erledigen kann. Hatte ich aber schon gesagt, gegenüber ist noch ein McDonald's, kann man auch hingehen, wenn man da vielleicht noch was anderes zu sich nehmen möchte und sich bewusst ist, was man da zu sich nimmt, dann kann man das gerne machen. Im Shop selber habe ich unter anderem im Aufsteller für Flyer hier noch das hier gefunden. Also so ein Flyer, einfach schnell Strom tanken bei Shell. Und in diesem Flyer gibt es Informationen zum Beispiel darüber, wie man lädt, womit man bezahlen kann. Übrigens auch mit Kreditkarte, das habe ich vorhin nicht erwähnt. Was für ein Strom hier benutzt wird. Es steht natürlich hier was von 100% Ökostrom, wie lange das ungefähr dauert, dass das abhängig ist. Also auch so ein paar Informationen für alle, die vielleicht noch nicht so tief in der ganzen Materie drinstecken. Ganz gut auch hier unten der Hinweis, dass man nicht beim Auto bleiben muss, während man lädt, aber man sollte das Auto wegfahren, wenn das Auto fertig geladen ist. Also sprich, nur so lange stehen wie nötig. Ja, ansonsten muss ich sagen, kann man machen und ich glaube, viel mehr gibt es dazu jetzt an der Position erstmal nicht zu sagen. Ich habe aber vergessen, euch zu zeigen, wie man hier die Ladung beendet, weil das mag ja vielleicht auch für den ein oder die andere interessant sein. Wie beendet man denn so einen Ladevorgang? Ich bin jetzt mal ganz doof und drehe erstmal die Kamera und zwar drücke ich jetzt einfach mal hier auf Stopp. Und dann steht hier, halten Sie die RFID-Karte vor das Lesegerät. Das mache ich. Und dann wird der Ladevorgang gestoppt. Erstmal überprüft, dann gestoppt. Und ich denke mal, ich mache auf OK. Und jetzt gucke ich mal, ob ich den Ladestecker hier rauskriege. Die LED ist ausgegangen. Und tatsächlich, das hat funktioniert. So, dann einmal, zweimal. Und das war's. So, und das war's jetzt wirklich. Nächste Mal Aral. So, und ich bin jetzt angekommen an der Tankstelle der Zukunft, so nennt Aral das. Und jetzt gucken wir uns mal an, denn ich zeige euch erstmal, wie es aussieht. Und dann versuchen wir natürlich hier zu laden. Also erstmal Kamera umdrehen. Dann gebe ich euch erstmal einen kleinen Überblick. Hier bin ich jetzt also angekommen. Es gibt hier zwei Ladeplätze. Links und rechts in der Mitte der Charger. Und das ist schon mal der erste Unterschied zu Shell. Das sind 320 kW Charger und das sieht mir ganz nach Porsche aus. Und sieht schon mal relativ gut aus. Daneben noch eine Verleihstation für Roller und Informationen über den öffentlichen Nahverkehr. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Beschilderung ist relativ eindeutig. Ja, für Fahrzeuge mit E-Kennzeichen maximal 2 Stunden mit Parkscheibe. Und hier drüben ist der Gleichrichter. Jetzt schauen wir uns gleich mal an, wie das hier mit dem Laden funktioniert. Also ich habe einfach mal meine MSP-Karte hier genommen
Wollen wir mal den Chargeport öffnen. Ah, das Übliche, ich muss erstmal nochmal hier auf der Fernbedienung den Ladeport öffnen, damit hier nicht versehentlich geladen wird, ist der ja immer verriegelt. So, dann kommen wir uns mal die Ladesäule an. Also es gibt hier einen CCS-Anschluss pro Ladesäule. Ich sehe hier kein CHAdeMO, sondern nur CCS. Das ist interessant, der Unterschied. Ja, CCS 320 kW, maximal 500 Ampere. Und hier gibt's dann nochmal eine Anleitung. Also Zahlen per QR-Code ist möglich, Zahlen mit eurer Ladekarte. Hier Ladekartenanbieter-App ist auch möglich. Dann Stecker, dann Laden, Zahlen weiterhin möglich mit PayPal, mit Kreditkarte, mit Apple Pay, mit Google Pay. Es gibt eine Information, wo man anrufen kann, wenn es ein Problem gibt und so weiter und so fort. Das finde ich gut, das gefällt mir. Also da haben wir alle Informationen am Port 2 auch nochmal. Und jetzt wollen wir natürlich das Ganze mal live probieren. Also ich stelle mich jetzt mal auf ganz doof und tippe einfach mal auf Starten. Doof bin ich ja sowieso, da muss ich mich gar nicht großartig verstellen. Ladekarte vorweisen. Ich gehe mal davon aus, man muss es hier unten genau an den entsprechenden Lesepunkt halten. Das scheint zu funktionieren. Karte wird authentifiziert. Schauen wir mal, ob das klappt. Dauert. Dauert immer noch. Oh, das dauert ganz schön lange. Authentifizierung erfolgreich, das ist gut. Und jetzt merke ich gerade, ich komme mit dem Charger-Kabel hier gar nicht an mein Auto ran. Also breche ich das ab und probiere das einfach mal auf der anderen Seite nochmal. Das müsste dann passen. Also das ist ja auch jetzt hier irgendwie ein bisschen komisch, dass der Charger, der für die linke Seite ist, also wo das der Stecker auf der linken Seite ist, da ist der ist irgendwie, also da möchte ich jetzt andersrum einparken, weil mein Ladeport ist hier. Also gut, dann nehme ich mir eben den. Gleich dann nochmal starten. Ladekarte davor halten. Zum Glück gibt es sowas wie Startgebühren nicht. Das wäre sonst schon mal übel geworden. Also schaut euch das einfach mal kurz vorher immer an. Wie steht ihr am besten? Wie könnt ihr am besten die ganze Sache anschließen? Wie passt das zu eurem Fahrzeug? Hätte ich jetzt hier rückwärts eingepackt, hätte ich das Kabel auch rumlegen müssen. Wäre auch nicht so cool gewesen. Also so, und dann wollen wir mal das ganze Ding reinstecken. Jetzt muss ich mich hier mal an mein Fahrzeug bewegen. Einhändig, ich muss sagen, das ist ganz schön schwer und ganz schön starr, dieses Wahnsinnskabel hier. Und rein damit. Sollte jetzt eigentlich auch gleich losgehen. Vorbereiten. Das kenne ich schon. Es dauert einen kleinen Augenblick. Wahnsinnig spannend, wenn ihr nicht seht, außer dass da Vorbereiten steht. Dauert irgendwie ganz schön lange. Aber jetzt geht's los. Ladevorgang wird durchgeführt. Und ach, das finde ich auch schon mal schön, dass hier einfach ein paar mehr Informationen einfach angezeigt werden. Ich finde das ja gut. Also ihr seht hier den aktuellen Füllstand, 53%. Die Ladezeit, die geladene Energie, die Spannung im Akku, 318 Volt. Den Strom, der jetzt fließt, 83 Ampere, Ladeleistung 26 kW. So, und jetzt würde ich sagen, ich checke nochmal, was passiert, wenn ich auf Informationen tippe. Da kriege ich das Ganze nochmal, okay, dargestellt in Form von so einem Streifendiagramm. Ich tippe mal auf Hilfe. Kontaktieren Sie uns bitte bei Hilfe. Da steht nichts. Okay, das ist natürlich irgendwie auch clever, wenn dann da nichts steht. Aber dafür habe ich ja dann wenigstens hier an der Seite die Information. Sprache kann ich wenigstens zwischen Deutsch und Englisch auswählen. Okay, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ich lasse das Ganze jetzt mal ein bisschen laufen. Ich werde jetzt mal... erstmal umdrehen, damit ihr mich wieder seht. Ich lasse das Ganze jetzt mal ein bisschen laufen. Schau mich mal hier noch ein bisschen um. Werd tatsächlich auch jetzt frühstücken hier. Ja, Frühstück erledigt. In der Zwischenzeit sind jetzt schon 8 Minuten vergangen, 3,5 Kilowattstunden geladen. Und was mir schon mal sehr positiv auffällt, ist, dass auch hier der Gleichrichter leise ist. Nehmt euch mal hier mit rüber. Also der Straßenverkehr, also hier hört man gar nichts, also so gut wie gar nichts. Kommt ein bisschen warme Luft raus, mehr aber auch nicht. So, was ist mir noch aufgefallen hier an dieser Aral-Tankstelle, der Tankstelle sozusagen der Zukunft? Lass uns einfach mal so einen Blick schweifen sozusagen. Also Punkt Nummer 1,
Es gibt ja eine Preisauszeichnung hier, aber eben auch nur für die klassischen Kraftstoffe. Strom ist hier nicht ausgepreist. Das heißt, ihr zahlt, wenn ihr die Aral-App bzw. direkt hier tankt, der ad hoc, dann zahlt ihr 69 Cent pro Kilowattstunde. Das ist also teurer als bei Shell. Ansonsten den Preis von eurem MSP. So, dann gibt es, habe ich vorhin schon gesagt, hier eine Ausleihstation für Roller und ich gehe mal davon aus, auch für Bikes. Die sind nur entweder alle gerade ausgeliehen oder nicht da, warum auch immer. Da stehen auch noch ein paar Bikes von Edeka. Da gibt es ein Miles-Auto, also Carsharing ist hier drüben. Und es gibt hier eine DHL-Station, es gibt einen Rewe-Shop, es gibt eine Toilette, da gucke ich gleich mal, wie das da ist. Es gibt eine Möglichkeit, das Auto zu waschen, es gibt einen Mülleimer, es gibt Wasser für die Scheibenwischwasseranlage. Also die ganzen üblichen Sachen gibt es auch hier. Was allerdings nicht vorhanden ist, und das ist, finde ich, auch schon wieder so noch nicht so ganz zu Ende gedacht. Also ich meine, schaut mal, hier ist an den beiden Ladern genug Platz, um auch dort einen Mülleimer wenigstens hinzustellen oder einen Mattenklopfer. Gibt es nicht. Das heißt, man muss für diese Kleinigkeiten dann wieder irgendwo anders hinlaufen oder kann es eben einfach nicht machen. Also das wäre nun wirklich ein leichtes gewesen. Man muss also dann irgendwie immer rüberlaufen und das da drüben machen. Auf dem Dach der Tankstelle selber gibt es auch keine PV-Anlage. Also wo der Strom herkommt, wahrscheinlich hier aus dem nächstgelegenen Kraftwerk hier irgendwo in Berlin. Ja, ansonsten würde ich mal sagen, da gibt es auch noch eine Werkstatt, aber die ist jetzt für uns nicht so spannend. Und ich würde sagen, ja, der weiß ich nicht, so der Wohlfühlfaktor hier ist irgendwie gefühlt anders als bei der Tankstelle, bei der ich gestern war. Aber das mag vielleicht doch einfach an der Innenstadtsituation liegen. Hier ist einfach lauter hier und hier ist irgendwie mehr los, aber ist okay. Ob das jetzt hier schon reicht, um sich Tankstelle der Zukunft zu nennen, wage ich mal ganz stark noch ein bisschen in Zweifel zu ziehen. Es ist für mich jetzt erstmal eine Tankstelle mit zwei HPC-Chargern. Das ist ja okay. Über den Preis kann man sicherlich streiten, also checkt auf jeden Fall die Preise. So, die Toilette hat mich jetzt nicht so richtig begeistert. Es gab keine Seife, es gab kein Desinfektionsmittel. Und es gab statt Handtücher gab es oder statt Papierhandtücher gab es so einen Lufttrockner. Okay, kann man dazu stehen, wie man will. Also die Toilette hat mich nicht richtig begeistert. Das kann man irgendwie schöner machen und ein bisschen besser machen. Und Seife sollte auf jeden Fall da sein. Eine Wickelmöglichkeit gibt es hier nicht, aber wir sind auch hier mitten in der Stadt, von daher. Aber wer weiß, also ich meine, vielleicht sollte sowas zum guten Ton gehören in Dänemark oder so, da ist das eigentlich üblich. Ja, also wie gesagt, der Wohlfühlfaktor hier ist okay, lässt sich ein bisschen, die Begeisterung lässt sich noch ein bisschen steigern, aber letztlich bekommt man alles das, was man möchte. Und von daher ist das Urteil, wie so häufig, kann man machen, funktioniert. Und was mir persönlich sehr positiv aufgefallen ist, ist der Charger selber, die vielen Bezahlmöglichkeiten, dass es überhaupt ein 320 kW Charger ist. Das nächste Mal werde ich nach Berlin-Köpenick fahren und zwar dort an eine freie Tankstelle. Und zwar gibt es dort einen Tankstellenbetreiber, der sich auch für das Thema Elektromobilität sehr, sehr interessiert. Aber der betreibt Tankstellen an Orten, an denen es nicht so einfach ist, eine Ladeinfrastruktur aufzubauen. Und zwar, sage ich mal, im dritten Dorf links. Da kriegt man nicht so schnell einen Anschluss hier für sowas hier. Das ist ja schon 640 kW Anschlussleistung. Das kriegt man nicht einfach mal so irgendwo, zumindest nicht zu vernünftig vertretbaren Kosten. Und der hat sich eine ganz spannende andere Variante ausgedacht bzw. überlegt, die mal auszuprobieren. Und zwar bin ich hier jetzt auf einer freien Tankstelle, auf einer Sprewis-Tankstelle. Das ist sozusagen eine freie Tankstelle. Das ganze Ding hier ist ziemlich groß. Da gibt es Bosch-Service und Car-Wash und alles Mögliche. Und hier wollte ich eigentlich auch schnell laden an dieser Tankstelle, aber es funktioniert nicht. Und ich bin jetzt gerade irgendwie ein bisschen genervt, dass das nicht funktioniert. Die Schnellladestation ist deaktiviert und ja, die Dame im Shop war, sagen wir mal, genervt oder man könnte auch sagen unfreundlich. Und der Service der Schnellladestation ist leider im Moment, es ist jetzt kurz vor 10 oder irgendwie so, auch nicht erreichbar. Also irgendwie eine ganz schöne Pleite. So, warum bin ich eigentlich hierher gefahren? Steht hier so ein üblicher Triple Charger? Nein, hier steht nämlich dieses Ding, das kennt ihr schon,
aus unserer Berichterstattung über ME Energy, also eine nicht netzgebundene Schnellladestation, Generatorbetrieben mit Methanol, Ethanol betrieben. Hier gibt es eigentlich alles, was man braucht, nämlich CCS-Anschluss, hier gibt es CHAdeMO-Anschluss, hier hätte es auch AC-Anschluss gegeben, aber ihr seht, die Station ist komplett außer Betrieb. Man kann hier nicht laden. Ja, wie gesagt, was ist das Besondere an der Station? Ich wiederhole es nochmal ganz kurz. Das ist eben keine Schnellladestation, die am Netz angeschlossen ist, sondern das ist eine Schnellladestation mit einem hocheffizienten Generatorsystem drin. Guckt einfach mal bei uns auf dem Kanal, da gibt es verschiedene Videos dazu. Und ich gehe einfach mal hier außen rum, dass ihr sehen könnt, hier gibt es auch nichts weiter, also nur so einen, das sieht aus wie so ein 230 Volt. Nee, das ist hier der Erdungsanschluss, Entschuldigung. Das ist der Erdungsanschluss und ansonsten ist hier also keine Zuführung von irgendeinem Starkstrom auch nicht unten drunter. Und das Ganze ist eben generatorgestützt. Da steht mein kleiner Wagen. Und es gibt sogar hier, schaut mal da drüben, gibt es sogar ein Hinweisschild auf diese Tankstelle hier, auf die Schnellladestation hier an der Tankstelle. Aber wie gesagt, das ganze Ding funktioniert eben leider nicht. Klar, eine ganz normale, relativ große Tankstelle mit Toilette und Shop und allem, was so dazu besteht. Also das ist alles irgendwie da, was man braucht. Natürlich hier jetzt, das Ganze ist ein Modellprojekt hier. Der Betreiber möchte ausprobieren, wie kommt das an? Ist das eine Idee für ihn? Weil nämlich hier ein 150 oder 300 kW Anschluss zu legen ist nicht möglich, beziehungsweise ist unfassbar teuer. Und die Kilowattstunde kostet hier 60 Cent, in der Generation, in der Herstellung 35 Cent und verkauft worden wäre sie hier oder wird sie hier, wenn das ganze Ding läuft, für 60 Cent. Also wir sind da ungefähr auf dem Preisniveau von Shell, deutlich unter dem Preisniveau von Ionity oder ähnlich sauteuren Geschichten. 60 Cent, gut, kann man trefflich drüber streiten. Es ist natürlich jetzt mega, mega ärgerlich, dass ich hier nicht laden kann. Zum Glück muss ich nicht laden. Ich bin hergefahren, um das auszuprobieren, aber ich ärgere mich trotzdem, weil ich hätte es euch einfach gerne gezeigt. Das ist einfach super schade. Um die Frage bzw. um das Thema, hier hätten wir hier laden können an Tankstellen, ist das eine gute Idee oder nicht? Ich finde es eigentlich an sich eine gute Idee, muss ich mal so sagen. Kann ich auch jetzt mal so ein bisschen als Fazit ziehen. Ich setze mich jetzt aber erstmal wieder ins Auto, weil es ist ja irgendwie so ungemütlich hier draußen. Wie ist denn jetzt eigentlich so, abgesehen jetzt von der Pleite hier, dass das nicht funktioniert, das Fazit? Ja, also ich würde mal sagen, ich finde es gar nicht so eine schlechte Idee. Ich bin sowieso ein Freund von einer sehr diversifizierten Ladeinfrastruktur. Das heißt, wir brauchen an bestimmten Stellen, wie zum Beispiel hier an so einer Tankstelle, Schnelllademöglichkeiten, wo ich eben dann auch mal in 5 Minuten oder in 10 Minuten mal wirklich schnell was einladen kann. Also ich spreche jetzt hier nicht von einer halben Stunde hier rumstehen. Das möchte ich hier irgendwie auch nicht. Sondern ich spreche hier von mal 5 Minuten, mal 10 Minuten, wirklich mal Strom reinpowern, dann aber auch wieder wohnortnah langsam laden können über Nacht, dann vielleicht mal beim Discounter oder beim Einkaufen 10, 20, 30 Minuten laden, wie auch immer. Also eine diversifizierte Ladeinfrastruktur halte ich persönlich für sehr, sehr gut. Und die Idee, das an Tankstellen zu machen, finde ich auch nicht so schlecht, denn die müssen irgendwie auch gucken, wie sie in 5 oder in 10 Jahren noch ihr Geld verdienen. Vor allem besteht an Tankstellen auch die Möglichkeit, dass ähnlich wie beim Sprit auch der Preis der Kilowattstunde oder die Refinanzierung dieser ganzen Anlage nicht allein durch den Stromverkauf, sondern eben auch durch sowas wie eben den Shop, dass die Autowaschanlage und was weiß ich, was für Services hier angeboten gemacht wird und dadurch vielleicht auch andere Preise zustande kommen, als wenn ich jetzt versuche, auf Krawall rein das über den Strompreis zu machen, was, das wisst ihr alle, wahrscheinlich auch noch lange nicht funktionieren wird. Und es nervt mich irgendwie, dass es nicht geht. Da bin ich ganz ehrlich. Das ist echt mega schade, gerade weil ich den einen Geschäftsführer von ME Energy am vergangenen Freitag getroffen habe. Das ist ja jetzt nur 3, 4 Tage her und ihn gefragt habe, ob das funktioniert. Und na gut, okay. Er ist natürlich nicht persönlich verantwortlich, sondern das kann immer mal passieren. Okay, also ich finde, wie gesagt, die Idee Laden an Tankstellen gar nicht so verkehrt, gar nicht so schlecht, macht die E-Mobilität auch sichtbarer. Viele mögen sich vielleicht aufregen, dass man dann möglicherweise an so einer Verbrennerstation lädt, aber hey, wenn es CO2-neutral ist und die Kosten okay sind, dann ist das doch auch für zwischendurch mal völlig in Ordnung. Ansonsten, wie gesagt, ich persönlich sehe es wirklich nur hier, wenige Minuten schnell zu laden, und ich hätte jetzt echt keinen Bock, mich hier irgendwie lange aufzuhalten. Fazit, okay, kann man machen, ist gar nicht so eine schlechte Idee, wird auch sicherlich sich ausbreiten, aber die Betreiber oder die Ketten der Tankstellen sollten zusehen, dass sie daran denken,
dass es rein über den Stromverkauf wirtschaftlich nicht funktionieren wird. Und wenn man vernünftige Preise anbieten will, dann muss man genauso wie beim Benzin auch mit einer Subventionierung, sagen wir mal, Querfinanzierung denken, nämlich Stromkunden sind auch Shopkunden. Und in dem Sinne muss die Kilowattstunde an so einer Tankstelle oder darf auf gar keinen Fall mehr als aus meiner Sicht 59 Cent kosten. Hier wäre vielleicht sogar 49 Cent eher anzustreben. Gut, okay, dann soll es das in der Form also erstmal gewesen sein. Wie immer bin ich sehr, sehr gespannt auf eure Kommentare, auf eure Ideen dazu. Lasst uns mal jetzt hier bei diesem dritten Teil vielleicht nicht so sehr auf das Thema dieser generatorgestützten Ladestation, die heute nicht funktioniert, blicken, sondern das Thema insgesamt mal im Blick behalten. Laden und Tankstellen, ist es eine Idee oder nicht? Vielleicht gibt's ja auch später mal hier gar keine Zapfsäule mehr, sondern eben zwei oder drei oder vier so eine Anschlüsse, wo man das macht. Darüber sollten wir diskutieren. Und ich habe mich jetzt schon genug geärgert, dass diese Ladestation nicht ging. Immerhin scheint die Sonne. Ich fahre jetzt wieder nach Hause und das soll's gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und es wäre super, wenn ihr ein Abo da lasst und ein Like. Und ihr wisst ja, wie es bei uns immer ist. Wenn das, was wir hier machen, für euch total bekloppt ist und ihr uns einen Daumen runter gebt, ist das kein Problem. Schreibt aber einfach dazu, was ihr nicht gut findet. In dem Sinne, vielen Dank. Mir hat's wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war echt eine Erfahrung für mich und ich wusel mich jetzt durch den Berliner Stadtverkehr wieder nach Hause. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und auf dem Nachhauseweg, ich hänge das jetzt einfach mal noch dran, auf dem Nachhauseweg ist mir dann eingefallen, du musst eigentlich noch einkaufen gehen. Und dann dachte ich mir so, naja, dann fährst du eben einfach zu der nächstgelegenen, ja, nennen wir es ruhig beim Namen, Lidl-Filiale bei dir auf dem Weg nach Hause und siehe da, das Ding funktioniert. Und einkaufen war ich. Und warum erzähle ich euch das? Weil es eigentlich gar nicht so viel anders als an der Tankstelle ist. Ja, ich habe hier meinen Platz, ich kann mich hier hinstellen. Es ist auch nicht überdacht. Ich kann was einkaufen, allerdings zu sicherlich anderen Preisen als an der Tankstelle. Ich habe einen Mülleimer, der ist allerdings natürlich hier jetzt letztlich genauso nicht an der Ladestation, ne, wie an den Tankstellen. Und ob der Mülleimer von Lidl dafür geeignet ist, dass ich da meinen privaten Müll reinschmeiße, das muss jetzt jeder von euch mal selber mit sich ausmachen. Wahrscheinlich eher nicht, sondern eher so Kleinigkeiten. Ich kann hier meine Zeit verbringen und das Nützliche mit dem Angenehmen irgendwie verbinden. Und das Einzige, was natürlich jetzt hier fehlt, ist klar, ist eine Toilette. Das ist jetzt gerade misslich, weil ich nämlich eigentlich auf die Toilette muss, aber ist eben so. Und von daher denke ich mal, ist es ein Beispiel oder soll es einfach nur noch mal zeigen, diesen Anhang, den ich euch jetzt hier aufnehme, dass alles irgendwo seinen Sinn macht. Ja, also hier kann ich laden, während ich einkaufe. Ich würde natürlich auch hier bezahlen fürs Laden, klar, weil warum auch nicht. Ich kann, wie gesagt, meinen Einkauf in der Zeit erledigen. Alles ist prima. Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass es hier jetzt auch noch mehr Ladestationen gäbe. Ich kann an der Tankstelle andere Dinge wiederum machen, vielleicht die Scheiben sauber machen oder weiß der Teufel was. Und so hat irgendwie alles seinen Vor- und seinen Nachteil. Und so haben alle diese verschiedenen einzelnen Punkte, an denen man in der Stadt schnell laden kann, zwischendurch. 10 Minuten war ich jetzt einkaufen, ich fahre auch gleich weiter. Dann habe ich ungefähr eine Viertelstunde geladen. Und so ist es doch okay. Und wenn ich jetzt dann zu Hause eben noch über Nacht langsam irgendwo nuckeln kann, dann passt das doch auch ganz prima. Also, ich glaube, das Ganze als Plädoyer dafür, wir brauchen sowas nicht zentralisiert, sondern wir brauchen es an ganz vielen verschiedenen Stellen. Überall mal schnell ranstecken, mal machen. Es ist kein großer Aufwand, es ist kein Zeitverlust, es tut nicht weh. Und wenn es jetzt hier auch noch ein paar mehr Ladestellen gäbe, dann ja, hätte man auch kein Problem, jederzeit eine freie Ladestation zu bekommen. Und die ganze E-Mobilität funktioniert perfekt. Das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Ciao, ciao.